This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns eingefunden zur nächsten Diskussionsrunde nach der Lesung von Romanismus und die Reformation. Wir haben gerade 2 Stunden einer teilweise sehr emotionalen Lesung hinter uns und die Mikrofone sind jetzt freigeschaltet und ich bitte einen jeden, der teilnehmen möchte, daran teilzunehmen und noch ein paar Dinge vielleicht zu besprechen, die in der Lesung heute dran gekommen sind. Herzlichen Dank für eure Teilnahme und ja, dann würde ich sagen, Mikrofone auf und let's go. Hallo, hier ist der Max, grüß euch. Hallo. Erstmal an Viktor, viel, viel lieben Dank für deine wunderbare Übersetzung von dem Schriftstück und danke an dich, Jörg, dass du das wo auch immer ausgegraben hast. Das war echt eine interessante Darstellung des Weges von Jan Hus auf den Scheiterhaufen. Ich habe dir gesagt, das ist eine schöne Überraschung, die auf dich wartet. Ja, wirklich. Heute, ne? ja, schön. Ja, nee, vielleicht. Aber doch, so eine detaillierte Darstellung hatte ich so jetzt mir über ihn auch noch nicht irgendwie. Sollte ich jetzt auch noch nicht finden können. Ne? Hat man ja so wirklich immer nur sehr knappe Infos, die man da so bekommt. Mhm. Von daher war das doch ein sehr schönes, hat sehr schön gepasst, ja. Ja, ich bin dazu gekommen, weil als ich das mit dem Jan Hus in dem Papier von Romanismus und die Reformation gelesen habe, in dem, warte mal, wir haben das ja hier, in dem Finale, ich las dann ja hiervon, wenden wir uns jetzt für einige Augenblicke nach Böhmen und die Zeugnisse von Jan Hus. Und da habe ich dran gedacht, ich habe doch mal früher von diesem Zitat gehört von Jan Hus. Und dann habe ich ein bisschen von dem Zitat in Google einfach eingegeben, bin auf eine Suche gegangen und bin auf dieses Papier gestolpert, was ich dann dem Viktor gleich gegeben habe. Ich habe das gefunden und ich habe es nur, also wirklich runtergescrollt, überflogen, nicht mal richtig viel gelesen und gesagt, wow, das ist interessant. Das werde ich mal fragen, ob er das übersetzt. Und Viktor hat sich da gleich dran gesetzt und hat das dann ins Deutsche übersetzt. Und das Ergebnis habt ihr eben gerade eben gehört. Ja.
Ja, gerade auch so kurzfristig, ne? Das ist halt auch schon nicht so mal eben schnell fix. Das ist ja doch 19 Seiten, ne? Oder was war das? Ja, ich glaube, das Englische waren 18 Seiten. Und im Deutschen sind es 18. 16 waren es im Englischen, glaube ich, und 18 sind im Deutschen. Ja, ja, also auf jeden Fall eine ganze Menge Information, ne, das da dran war. Ja. Die Gans, die zum Sparen wurde, ja, genau. Die Gans, die zum Sparen wurde, ja. Ja, hallo zusammen, der René hier. Dank auch von mir, dem Herrn und euch für eure Arbeiten. Also wenn ich das jetzt hier richtig mitbekommen habe, auch als einer der Unbedarften, sollte die Geschichte von Jan Hus mit der Luther erwähnten ja grundsätzlich zusammen aufgeführt werden. Ne? Also ich sag mal, der ist ja entsprechend unbekannter und eigentlich müsste er jedes Mal mit erwähnt werden, wenn ich das, wie gesagt, richtig mitbekommen habe. Eine andere Sache noch kurz, ich habe das vorhin kurz angefragt, wenn du noch was dazu sagen könntest, zu dem heidnischen Ursprung des gefaltete Händebetens, wäre ich dir recht dankbar. Ich finde das äußerst stimmig, sehr interessant und habe noch nie gehört. Also freue mich sozusagen selbst erst zu hören und wenn du auch was zu sagen hast, würde ich mich hoffentlich nicht nur alleine freuen. Ja, da kann ich ganz einfach zu sagen, da musst du dir dieselbe Mühe machen, wie ich das gemacht habe und musst dir sagen, von da mal stelle ich mal meine eigenen Untersuchungen an. Das habe ich auch gemacht und man findet es. Also ich habe es jetzt irgendwie bewahrt, ich habe es gelesen, ich habe bestätigt bekommen, was ich immer gedacht habe. Schau, es ist zum Beispiel auch so, die römisch-katholische Kirche, der Papst, der hat doch immer so ein Hütchen auf. Und die Juden haben doch auch immer so ein Hütchen auf. Beanie nennt man das im Englischen. Ich komme jetzt gerade drauf, wie es im Deutschen heißt. Okay. Ja, das Ding, ja. Aber in der Bibel steht, dass die Männer, wenn sie in die Synagoge gehen, im Alten Testament und so, dass sie ihren Kopf nicht bedecken sollen. Aber Frauen sollen ihren Kopf bedecken. Richtig. Weil die Frau die Lehre nicht von Gott kriegt, sondern von ihrem Mann. Weil die Frau ist dem Mann untertan, so wie der Mann Christ untertan ist. Ja? Und mit dem Beten, wenn du dir da mal alte Bilder anguckst aus der Bibel, Darstellungen, wenn die Leute beten, wie zum Beispiel Daniel, wenn der dargestellt wird in den verschiedenen Büchern, wo er betet, die strecken immer die Hände zum Himmel aus. Die knien nicht auf dem Boden, die Hände gefaltet und erdrückt. Man erniedrigt sich auf dem Boden. Ja, okay, ich kann knien, aber dann gucke ich doch in den Himmel auf. Und ich habe die Hände nach oben ausgestreckt. Es gibt sehr, sehr viele Bilder, die das belegen. Und man kann das finden. Jetzt frag mich bitte nicht, wo. Ich habe es selbst mal nachgesucht. Ich wusste ja nicht, dass wenn irgendwelche Leute mich dann irgendwann mal fragen, kannst du mir die Quellen geben davon. Ich schreibe sowas nicht immer auf. Ich habe es nachgeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn man betet zum Gott im Himmel, dass man seine Hände eher aufhält, dass man nach oben schaut und dass man auf die göttliche Gnade wartet, die empfangen zu können. Absolut richtig, empfinde ich auch so. Mir fällt jetzt spontan aus dem Palio sozusagen Schritt ja, die Figürchen, die das Ja halt andeuten, ne, das sind ja auch, die sehen aus wie Strichmännchen, die ihre Hände in den Himmel heben. Ja, das fällt mir da spontan zu ein und ja, eben darum ging es mir auch. Entsprechend für jeden, ja, jedem Christen, den ich da begegne und darauf hinweisen kann, vielleicht, ja, dann entsprechend was sagen zu können. Und sei es etwas, was du gerade gesagt hast, weil auf die Suche machen sollte sich schon jeder selber, das ist richtig. Nur die Wahrheit, die du selbst rausfindest, ist die Wahrheit, die du auch am liebsten und am besten akzeptierst. Ne? Eben, und das ist ja auch das, wie gesagt, das Erstwichtige für mich, ähnlich wie für dich. Ich empfand das sofort als stimmig, das ist es, ja, genau. Bestätigung. Das, was man schon vorher irgendwie mehr muss Annahmen es nicht sein, glaubte. René, das gute Bauchgefühl, das man dabei haben muss, ne? Ja, genau. Das hat man dann immer, wenn es stimmig ist, mehr oder weniger. Genau. Also, man kann ja eventuell irren, aber ich sehe das auch als roten Faden bei vielem. Ähnlich, ja, wie mit dem Aussprechen von dem Wort Amen vielleicht. Ja, das war es erstmal dazu. Fachlich, wie gesagt, ist das alles immer sehr, sehr viel. Da mein geschichtliches Kenntnisbereich nicht so groß ist, bin ich da meistens eher mal mit einem großen Aha-Effekt und offenem Mund hinterher. Aber ich fand das, wie gesagt, echt erstaunlich, dass der Jan Hus einfach ja, keine Erwähnung findet, obwohl er eigentlich mit Luther gleichzeitig immer erwähnt werden sollte.
Weißt du, was ihnen mit Huss mehr oder weniger geglückt ist? Dass sie ihn aus der Geschichte mehr oder weniger rausgeschrieben haben, dass ihn heute kein Mensch mehr kennt, dass kein Mensch mehr weiß, was er gelehrt hat. Das ist ihnen mit Luther eben nicht geglückt. Das war die Vorhersage von Huss und die ist bis heute eingetreten. Und was probieren die Menschen ständig, aber auch ständig? Ihn lustig zu machen. Luther schlecht zu machen. Ja. Ja. Und durch Luther schlecht zu machen und ein schlechtes Licht zu stellen und anzugreifen und nur über seine Fehler zu sprechen oder ihm sogar Fehler anzuhängen, die er gar nicht gemacht hat. Genau wie sie das mit König James machen, König Jakobus, der die Bibel hat übersetzen lassen zwischen 1604 und 1611 in 7 Jahren. Hallo? Ja. Dann war Christus, der weiß, was das bedeutet. Ja, seine Zahl. Dem sie anhängen, homosexuell gewesen zu sein, also ein Sodomit gewesen zu sein und so weiter und so weiter. Aber niemals spricht einer von den Schriften, die König Jakobus veröffentlicht hat, gegen das Papsttum, wo er das Papsttum öffentlich als Antichristen denunziert hat. Der Charaktermord sorgt dafür, dass die Leute von der Lehre, die diese Leute getrieben haben, weggetrieben werden. Wenn man sich alleine schon mal diese unsägliche Dokumentationen anguckt, wo auf der Wartburg da Rundführungen stattfinden, die nur über diese komische Prinzessin Elisabeth sprechen und Luther nur als Säufer und Idioten und was auch immer darstellen. Diese Degenerierung der Person Luther, das zieht natürlich dann auch all seine Werke in den Abgrund, vor allem die Reformation und den Protestantismus. Ja? Und das hat dann denselben Effekt, wie wir heute am 1. April Leute in den April schicken und überhaupt nicht wissen, wo das herkommt. Das kommt nämlich daher, weil Gregor der 13., der Papst in 1582, den Kalender verändert hat. Er hat im Oktober des Jahres nicht nur 11 Tage gestrichen und von Donnerstag dann den nächsten Tag genommen, aber halt 11 Tage zahlenmäßig rausgestrichen. Aber er hat vor allen Dingen den Jahresanfang verändert auf den 1. Januar und den letzten Tag des Jahres genannt nach einem der tollen Päpste in der römisch-katholischen Kirche, Papst Silvester. Tja, das wissen die Leute nicht. Aber jeder macht am April so einen blinden Scherz und sagt, April, April. Und sie haben überhaupt keine Ahnung, dass das zur Verarschung war der Leute, die am wahren Jahresende festgehalten haben. Die man deswegen April-Narren nannte. Das englische April Fools ist euch ja wahrscheinlich bekannt. Ja? Hm? Und somit werden solche Dinge degeneriert, in den Mist gezogen, durch die Scheiße gezogen, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen. Genau das macht man auch mit Luther. Mit Huss braucht man es nicht mehr. Das haben sie damals erfolgreich genug gemacht. Und von daher dann diese Aussage. Mich könnt ihr verbrennen, also ich werde vergehen, aber Luther, den werdet ihr nicht kriegen. Und sie haben ihn bis heute nicht bekommen, weil es gibt immer noch Leute, die Luthers Lehren hochhalten. Und nicht nur seine Lehren. Vor allen Dingen sein Größtes, was er erreicht hat, die Übersetzung der Bibel ins gewöhnliche Deutsche und damit Millionen und Abermillionen Menschen vom römischen Joch befreit hat. So, jetzt habe ich genug gesagt. Hat noch jemand eine Bemerkung zu der Lesung, die heute gemacht wurde? Fragen dazu, zu der Sache von Jan Hus oder etwas anderes, was zur Diskussion beiträgt? Sonst schalte ich die Kamera ab, weil erfahrungsgemäß finden die Leute ja ihre Stimme immer erst dann wieder, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Sind da noch Stimmen, die sich gerne melden möchten? Ja, hier ist eine. Na, bitteschön, Michael. Du hattest dann eben gesagt, als dem Jan Hus dem Martin Luther freies Geleit angeboten wurde, hat er sich dann an die Geschichte mit Jan Hus ja sicherlich erinnert. Und dann war ja von der Schlange dass die erste Verführung sozusagen, hat Gott denn wirklich gesagt, um das Wort sozusagen in den Schmutz zu ziehen und Zweifel zu sehen. Aber ich fand in dem Zusammenhang dann noch die zweite Versuchung der Schlange noch viel interessanter, denn die hat ja dann gesagt, ihr werdet sicher gewiss nicht sterben. Ja. Wollte ich nur mal eben dann kurz noch reingeworfen haben. Ja, wunderbar. Ja. Passt da sicher genauso gut zu. Ja. Ja, aber mehr habe ich da jetzt auch nicht zu. Dafür war die Lesung einfach zu detailliert. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Gut, wenn Sie da so. Wobei ich dein,
Ja. Doch, deine Bemerkung zum Fenstersturz habe ich leider verpasst, weil ich gerade kurz in einem anderen Raum war. Da weiß ich nicht, welche, du hattest noch irgendetwas zum Fenstersturz in Prag oder so eventuell gesagt. Ja, es gab 3 Fensterstürze und der erste hat halt stattgefunden da in 1600 und irgendwann, was dann zum 30-jährigen Krieg geführt hat. Und ich habe dann gesagt, dass man natürlich dabei berücksichtigen muss, wer die Ausführenden, vor allen Dingen die die drahtziehenden Figuren dieses Fenstersturzes waren. Die Antwort liegt ja wohl, glaube ich, für jeden, der ein wenig diese Dinge studiert hat, auf der Hand. Ne? Mhm. Muss ich ja gar nicht mehr aussprechen, oder? Mhm. Siehst du? Das war der Punkt, den ich gemacht habe. Oh, findest gut. Du dann auch in meiner Note in dem Papier, das der Viktor ja jetzt hier reingestellt hat. Wenn okay. Du es hier runterlädst, gehst auf die Seite, dann findest du da meine Note drin. Die hat der Viktor ja drin gelassen und dann sind da auch die Links zu Wikipedia drin, wo du die 3 Fensterstürze nachschauen kannst. Ja. Okay, ja. Ich habe nämlich zu dem 30-jährigen Krieg da letztens noch so ein kleines Aha-Erlebnis gehabt. Wir haben hier im Ort eine Pestkapelle, wo Jesus da ans Kreuz genagelt wird und die dann errichtet wurde aufgrund dessen, dass der Ort jetzt so schwer von der Pest 1635, also quasi zur Hochzeit inmitten des 30-jährigen Krieges betroffen war. Warum man dann wieder Jesus dafür leiden muss, erschließt sich mir dann nicht, aber ich finde es dann halt einfach nur wieder widerwärtig, dass alles Leid der Welt wieder halt dem Schöpfergott angelastet wird sozusagen. Aber ich möchte die Gelegenheit jetzt hier offiziell nochmal eben dazu benutzen, eine Sache wieder gut zu machen. Und zwar habe ich eben zwar dich gelobt für die Lesung, aber nicht den Viktor für die Besetzung. Das möchte ich jetzt einfach nachholen. Vielen lieben Dank, Viktor, dass du nicht nur uns da jetzt hier das ganze Dokument zur Verfügung stellst, sondern dass du dir auch die ganze Arbeit gemacht hast und das wirklich toll gemacht hast. Eigentlich wie immer. Und da möchte ich mich einfach mal für bedanken, dass du da so viel Zeit für opfern kannst, um letzten Endes uns allen damit zu nützen. Dankeschön. Ja, Bruder Michael, dann füge ich mich dann gleich mal da jetzt an und sag mal, ja, dass das natürlich inspiriert wurde von Jörg und dass das natürlich ein ganz klasse Papier ist und ich die Möglichkeit auch habe, das zu übersetzen. Hoffentlich, ja, bringt das vielen so ein bisschen Licht ins Dunkel, auch natürlich wichtig zu verstehen, so ein bisschen die Wurzel der Reformation, wozu ja auch die gesamte Lesung und unsere Gruppe ja auch dient, um uns ein bisschen dahingehend, ja, die Wahrheit, was sich abgespielt hat, auch ja näher zu bringen, weil wurde ja schon richtig angefügt. Also ich habe mir selbst auch ein bisschen im Deutschen geguckt. Jörg hat dann nochmal was von mir geschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob er darüber auch nochmal was dann nochmal darüber ein Video machen wird. Was meinst du jetzt? Das, was ich dir noch geschickt hatte, ich glaube, das war so eine von Gott evangelisch, irgendeiner evangelischen Seite, die hatten da auch bezüglich zu Jan Hus dort so. Ah ja, das, da hatte ich ja gesagt, da machen wir eine eigene Sendung drüber, ne? Ja, genau. Ja, das machen wir. Also da findet man wirklich nur echt schwierig und im Detail dann mal solche Informationen auch. Und aber so umfangreich wie das jetzt, so das Papier, also das, ja, wird es dann noch wieder im Englischen geben. Und ich denke, das ist ganz wichtig auch für viele, das noch ein bisschen besser zu begreifen, wie sich das damals abgespielt hat. Und wenn ich jetzt noch mal kurz auf das Papier auch so ein bisschen eingehe, dann, was mir auch aufgefallen ist, speziell natürlich auch zu der Zeit, wenn dann so, wie es da passiert ist, dann die Stadt Prag dann ja dieses Anathema ausgesprochen, also so einen Fluch ausgesprochen bekommen hat von der Kirche, dass die Menschen dann doch wieder dem Aberglauben verfallen sind und denken, na, wenn jetzt der da oben das jetzt hier verflucht, unsere Stadt, und wir können hier unsere Sakramente nicht empfangen und landen dann in der Hölle oder im Fegefeuer, dass das natürlich dann wieder so eine Art, ja, so eine trojanische, ich sag mal, so eine Wirkung wie ein trojanisches Pferd hat. Und ja, dazu führt, dass, ja, wie es dann passiert ist, dass der Jan Hus ja ins Exil gegangen ist. Und
aber trotzdem letztendlich seinen Schnabel ja nicht gehalten hat. Und was ich dann noch bemerkenswert fand, so für mich persönlich auch, ich meine, das ist natürlich sicherlich für viele auch, die jetzt, sage ich mal, nicht mit dem christlichen Glauben von Kind auf an groß geworden sind und aufgewachsen sind, dass man ja sehr fest immer in dieser Welt so verankert ist und natürlich auch so, ja, natürlich sich so, ja, so fest, sage ich mal, sich an sein Leben klammert hier. Also, dass der Hus da eigentlich ja mit erhobenem Hauptes trotzdem wusste, was, sage ich mal, passiert mit ihm. Er, ja, zu keinem Zeitpunkt irgendwie nachgegeben hat oder nachgiebig war und letzten Endes er ja nicht erpicht darauf war, irgendwie sein Leben zu verlängern, sondern die Wahrheit auszusprechen, zu verkünden. Und das fand ich noch so bemerkenswert, sicherlich auch zu der Zeit einer, der eben, ja, eine gewisse Vorreiterrolle übernommen hat. Und das ist sicherlich auch immer innerhalb uns, also einer menschlichen oder einer Gruppe von Menschen, beziehungsweise, ja, wenn es dann auch größere Strukturen gibt oder so, dann ist es, denke ich, auch immer, wie wir sehen, auch irgendwo schon dann notwendig, dass gewisse Menschen vorangehen, weil offenbar die Masse immer dazu neigt oder viele dazu neigen, auch nur hinterherzulaufen. Aber wenn das, ich sag mal, so wie es ja Jan Hus ja auch dann getan hat, sage ich mal, dann die Wahrheit in der Sprache der Menschen predigt oder die verkündet, dann sehen sie offenbar, ja, dass oder das spüren sie offenbar in ihrem Herzen, dass dort, ja, dass da was dran ist, was der sagt und es eben dazu dann auch, ja, in gewisser Weise da eine Saat gesät wurde, wo wir jetzt auch aus dem Papier erfahren haben, dass es dann auch ein Jahrhundert später auch ja, weiter Früchte getragen hat. Und diese Früchte, von denen wir im Grunde genommen eigentlich ja dann heute noch von zehren. Deswegen ist es auf jeden Fall, ich sag mal, zumindest bemerkenswert. Und ich freue mich auch an der Stelle, jetzt die Möglichkeit gehabt zu haben, leider sehr kurzfristig, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann wäre es noch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen runder gewesen. Aber ich glaube, erstmal so für den ersten Gebrauch ist es erstmal ganz gut. Und ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch, also wie wäre Schule damals gewesen, wenn man mit solchen Papieren und solchen Themen in Berührung gekommen wäre. Also ich wäre wahrscheinlich gar nicht mehr aus diesem Gebäude rausgekommen. Aber gut. Anderes Thema. Ja, vielleicht hätte ja noch jemand was anzufügen, was zu sagen. Ich fand es ja auf jeden Fall eine super Gelegenheit, das in dem Rahmen auch dann so, dann ja, das zu übersetzen und ja, so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Ja, weil es an sich auch interessant geschrieben ist, ne? Also wer sich zum Beispiel auch so mal ein Buch von dem Theodor Griesinger mal durchliest. Man kann Geschichte auch auf eine Art und Weise formulieren und ja, transportieren zu den Menschen, dass das auch gerne und nicht eben nicht trocken und ja, so platt dann erzählt wird, sondern auch natürlich dank dir, Jörg, dass das natürlich auch in einer gewissen Art und Weise vorgetragen wird, dass man ja dann doch auch sehr gerne mit gespitzten Ohren dann dir zuhört. Ja, und soweit erstmal von mir. Ja, da kann ich dir direkt eine Unterschrift drunter setzen. Das finde ich alles sehr treffend formuliert. Und ich wollte dem noch hinzufügen, ich finde das auch sehr überaus erstaunlich, dass wir gerade jetzt auch wieder mit Hus ein super Beispiel gehabt haben, hatten zu diesen Standartenträgern der Wahrheit, genau wie Luther oder Lord Cobham oder die alle in Angesicht ihres Todes und ihrer Qual, ja, mit fröhlichem Antlitz, ja, noch, ja, auch in den letzten Zügen ihres Lebens, ja, sich nicht beirren haben lassen. Und das sollte uns ja zumindest dann auch irgendwo ein Stück weit ein gutes Beispiel sein, auch wenn wir uns jetzt nicht in Angesicht des Todes befinden. Also in der Art und Weise, dass wir jetzt nicht verbrannt werden, aber ja, das ist schon sehr remember. Oh, ich verwende immer hier irgendwie drei verschiedene Sprachen, die Wörter ein, aber nicht auf Deutsch. Ja, genau. Und ja, gut,
zu dem Vortragen auch von mir nochmal super vorgetragen, Jörg. Ich wollte diesen Dankesball nicht wieder zu wem anders hinwerfen. Ich wollte einfach jetzt die Gelegenheit nochmal nutzen, generell dieser Gruppe zu sagen, dass das wirklich ein wunderbares Wirken ist hier auch von allen, weil es gilt im Grunde genommen für an alle in dieser Gruppe, das Danke. Ne? Jeder gibt das gibt das mit bei, was er kann. Und ich hatte vorhin mit Jörg auch ein kurzes Gespräch, dass die Übersetzung von Romanismus, Reformation, die beigefügten Nebenartikel von Viktor zusammen mit dem Geschick von Jörg, es so toll vorzutragen, noch ein wunderbares Bild ergibt, was sich da zusammenfügt und sich quasi für die Arbeit in unserem Herrn dann manifestiert. Und insofern, ja, einfach danke in die Runde. Und das ist echt eine super Truppe hier. Ich kann da Viktors Worte in diesem Sinne nur beipflichten. Ja, so. Ja, dann möchte ich gerne noch mal eben etwas sagen. Hier wurde bereits dir, Maximilian, gedankt. Hier wurde Viktor gedankt für die Übersetzung. Hier wurde mir gedankt für die Lesung. Ich möchte dann gerne die Gelegenheit ergreifen und unserem Herrn Jesus Christus danken. Durch seine Gnade haben wir überhaupt diese Gruppe gefunden. Durch seine Gnade habt ihr die Möglichkeiten, diese verschiedenen Artikel, Bücher, Papiere, Pamphlete aus dem Internet zu holen, zu übersetzen ins Deutsche. Mit anderen Worten, für vielen Leute das in Deutsch zu predigen, was für andere sonst eben nur wie Bahnhof klingt. Was im Mittelalter von der Kanzel gepredigt wurde, Latein, was kein Schwein verstanden hat. Was Jan Hus dann ins Tschechische übertragen hat. Was Martin Luther in Deutschland in Deutsch gepredigt hat, anstatt in Latein. Da sollen wir unserem Herrn Jesus Christus für danken, dass er durch seine Gnade dafür gesorgt hat, dass diese Gruppe entstanden ist und dass wir, auch wenn wir dieses Mal mehr als zwei oder drei sind, doch eine Gruppe sind, die hier versammelt sind in seinem Namen und in der Mitte, wo wir in seinem Namen versammelt sind, er sein wird und in der Form des Heiligen Geistes auch anwesend ist. Ihm gebührt aller Dank. Wir sind nur willige Werkzeuge des Herrn. Preise den Herrn. Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Ja, ich habe auch, Herr Streusand, ich habe auch noch zwei Bemerkungen während der Lesung. Also, Anführung von Jan Hus ist mir ein Gedicht in den Sinn gekommen. Und jetzt habe ich eigentlich verstanden, woher das Gedicht kommt. Das heißt, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Ja. Ja, ich kam nicht auf die Gans, aber deswegen kam ich auf die Geschichte mit dem hässlichen Entchen, das sich in einen schönen Schwan verwandelt. Ne? Ja, jetzt, ich habe dann nachgeschaut, wer das Gedicht erfunden hat. Das ist der Ernst Anschütz. Und dieser Ernst Anschütz, der hat 1780 kam der auf die Welt. Das kann man in Wikipedia nachschauen. Aber was doch interessant ist, der war auch in einer Freimaurerloge und von ihm kommt das Lied O Tannenbaum. Ja, das ist in Amerika, für diejenigen, die es nicht wissen, die Nationalhymne des Staates Maryland. Maryland, oh Maryland, so singen sie da O Tannenbaum. In der ersten und hauptkatholischen Kolonie in den dann später Vereinigten Staaten von Amerika, aus denen das Monster Washington gewachsen ist. Auch etwas, was viele Leute nicht wissen. Ne? Wow, passt zusammen, hä? Wie die Faust aufs Auge, die berühmte, ne? Aber jetzt kommt der Hammer. Und zwar, diese Woche hat mich eine Frage rumgetrieben. Und zwar war meine Frage, wieso gibt es oder gab es mehrere Päpste, da es ja eigentlich nicht möglich ist, dass es in Rom eigentlich nur einen Papst gibt. Also, dass es nur einen Papst gibt. Und jetzt kommst du heute mit der Lesung, mit Jan Hus, mit dieser Ausführung, mit diesen drei Päpsten. Und da hat es mich einfach von den Socken gehauen. Das ist eben die Leitung des Heiligen Geistes. Daran merkt man, dass sowieso alles vom Heiligen Geist geleitet und geführt ist, von Anfang an. Das kann kein Mensch machen. Zufällig gibt es nicht. Nein, das ist so gesteuert von unserem Herrn im Himmel. So einfach ist es. Halleluja. Ja. Also deutlich kann man es nicht mehr erklären. Also super gewesen. Also das war mein Beitrag noch von heute Abend, kurz. Ja. Gut. Vielen Dank.
Max ist ja nochmal kurz darauf eingegangen, auf, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was er da erwähnt hatte, irgendwie in der Lesung gerade eben davor. Ich wollte nochmal kurz auf das Gebet zurückkommen, das die Christen damals gehalten hatten. Für, ich weiß, Max hatte irgendwas gesagt oder Victor hatte irgendwas gesagt, dann hatte ich daran gedacht, aber ich bin nicht dazu gekommen, da was zu sagen. Ich glaube, es war Victor, dass ich da nochmal den Link gelegt habe auf das Gebet, was wir vorhin besprochen hatten, zu Anfang der ersten Sendung, wie ihr euch vielleicht erinnert, dass die ersten Christen gebetet hatten für den Erhalt der Cäsaren, weil sie wussten, dass wenn der Cäsar wegfällt, etwas viel Schlimmeres noch kommt. Ja, das, da wollte ich nochmal kurz dran erinnern. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Gebet, das man sich auch nochmal verinnerlichen sollte. Dass die Leute ja im Grunde gesagt haben, schick uns doch dein Schwert, zünde uns doch an, wirf uns vor die Löwen, uns doch scheißegal. Wir haben eine sichere Erlösung in unserem Herrn. Nur wir wissen, dass wenn du weggehst, wird es noch viel schlimmer. Ja? Dass sie auf sich nehmen, diese Last, dieser Verfolgung, genau wie Jan Hus, mehr oder weniger mit einem Lächeln auf seinem Gesicht, dahin gegangen ist. Und man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, meine Vorstellungskraft reicht dazu nicht aus, dass meine Kleider eingeteert werden, dass ich an einem eingeteerten Pfahl festgebunden und bis oben an mit Reisig und leicht brennendem Holz bis an die Kinnlade vollgemacht werde und dann angesteckt werde und darin verbrennen muss. Ich kann mir beim besten Willen die Qualen nicht vorstellen, die man damit durchleiden muss. Und bei mir wäre es noch ein bisschen schlimmer, weil ich bin dicker als Jan Hus und Fett brennt langsam. Das ist doch unglaublich, was sie mit Menschen damals angestellt haben. Und wie gesagt, ich verweise dann in solchen Momenten immer gerne auf meine Lesung von Henry Charles Lear. Und ich werde jetzt auch in Kürze beginnen, die auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Hauptkanal hochzuladen. Sobald hinter den Diktatoren der Nachtrag komplett hochgeladen ist, wird regelmäßig die Buchlesung von Henry Charles Lear über die Inquisition erscheinen. Wollte ich nochmal eben in eigener Sache sagen. Und nochmal an das Gebet erinnern, das wir Anfang der ersten Lesung heute Abend vorgelesen hatten. Das ging mir persönlich sehr, sehr nah. So, wenn da weiter dann keine Wortmeldungen mehr sind, dann schalte ich die Kamera ab. Und dann war es das für diese Woche für die Diskussionsrunde. Da haben wir doch mal noch eine halbe Stunde eine Aufnahme gemacht. Mit doch, denke ich persönlich, ziemlich interessanten Dingen, die besprochen wurden. Und ich danke jedem für die Beiträge, die er geliefert hat. Und euch natürlich fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.